Wir kommen heute zu Auftakt einer neuen Serie. Miniserie wird es wahrscheinlich nicht, sondern es geht darum, dass ich in meiner Wunschliste auch wahrscheinlich über 100 Free-to-Play-Titel drin habe, die ich mir zumindest irgendwann mal noch angucken wollte. Und genau das habe ich jetzt zusammen mit euch vor. Das heißt, ich werde nach und nach mal die einzelnen Titel, die dort drin sind, einfach mal installieren und dann eben die erste halbe Stunde, Stunde mit euch gemeinsam anschauen, ausprobieren, mal gucken, wie sehr sie mir gefallen und ob ich sie vielleicht länger spiele oder ob dann sozusagen das eine Video das einzige bleibt. Deswegen bin ich noch ein bisschen am Überlegen, wie ich die Videos dann sozusagen zusammenstelle, weil ich will jetzt nicht für jedes Spiel eine komplett Spielfolge machen, sondern erst dann, wenn es weitere Folgen gibt. Deswegen würde ich sagen, ich werde hier so eine neue Kategorie anfangen, von wegen angeschaut und ausprobiert. Und ja, das erste Spiel, um das es heute gehen wird, ist Twisted World, ein Free-to-Play-Spiel, wo auch wieder mit Hidden Objects, also so Wimmelbildspielen und sowas drin sein soll. Und ja, ich bin gespannt, was eventuell an Spielszenarien, Spielmöglichkeiten dort gegeben sind und natürlich auch eine große Frage dann immer bei den kostenlosen Spielen: Gibt es eine Paywall und wenn ja, wie schnell wird die erreicht und wie frustrierend ist es letztlich, wenn man kein Geld ausgibt und ist es dann auch motivierend, überhaupt gespielt zu werden? Also deswegen sozusagen hier jetzt der Auftakt und los geht's mal das Spiel dann zu starten. Okay, das ist jetzt so ziemlich der Startbildschirm vom Anfang. Also es waren noch irgendwie ein, zwei kleinere Hinweise da, die ich jetzt so nicht mehr zurückholen kann, weil leider funktioniert die direkte Spielaufnahme in der Form nicht. Aber so habe ich jetzt zumindest das Bild soweit drin. Den Ton kann ich jetzt aktuell noch nicht bearbeiten. Okay, Freunde. Das kommt dann erst noch, wahrscheinlich eben, weil das erst über Steam dann angebunden werden muss, während es sonst bestimmt andere Facebook oder ähnliche Spielebenen hatte, wo man das einfacher haben konnte. Im Game-Modus gibt es besonderen Modus, die Anomalien. Okay, aber am Standard gibt es keine. Also der Hinweis war, dass ich letztlich hier in der ersten Szene irgendwie ein Schiff finden muss. Und okay, hier habe ich auf jeden Fall schon mal Energiefaktor, wovon ich jetzt noch nicht weiß, wie viel ich habe. 50 Goldmünzen und 30 Erfahrungspunkte bekomme ich, wenn ich die hier angeschaut habe. Und ich glaube, hier war irgendwie das Jahr 1492. Und ja, ansonsten hier sind es dann auch noch irgendwie so Erweiterungen. Das Meisterschaft erhöht sich hier und ich bekomme mehr Münzen und auch dann eben, dass ich mehr Gegenstände habe. Also so weit, so ähnlich wie zu dem anderen Wimmelbildspiel, über das ich schon ein paar Folgen damals gemacht habe. Also schauen wir mal in die erste Szene rein. So, also ich bin jetzt immer noch in der Hilfestellung sozusagen, also in dem Tutorial. Also die Zahl 23. Gut, damit ist sozusagen das erste. Aha, okay, ich soll hier mehrere Zahlen finden. Nutze einen Tipp, um die nächste Zahl zu finden. Gut, da ist die 3. Und jetzt geht es noch um die 16. Versuche die letzte Zahl selber zu finden. Da ist die 16. So, Höchstleistung, Punkte, Zeitbonus 250. Also 6251 Punkte. So, ich habe zwei Artefakte erhalten. Und wenn ich alle vier bekomme, kannst du einen parallelen Hafen erforschen. Okay. Ah ja, parallel. Das Spiel heißt der Twisted World und das Parallel bezieht sich dann sozusagen wahrscheinlich im Hin- und Her-Wechseln. So, die Gegenstände, Punkte, 3 Sterne und dann Gegenstände nehmen. So, auf jeden Fall habe ich jetzt das Schiff gefunden. Genau, also da habt ihr jetzt nach 3 Monaten der Befahrung im Atlantischen Ozean entdeckt Kolumbus das Amerika. Okay, das Amerika. Das Schiff wurde gefunden, das Jahr 1492 wurde wiederhergestellt. Okay, also gibt es auch noch irgendwie Störungen, Fehler, die ich sozusagen mit diesen Sachen korrigiere. Was ist das? Um das Geschenk zu erhalten, brauchst du die Schutzschicht zu beseitigen. Okay, lösche eine Schutzschicht mit Fingern. Keine scharfen Gegenstände mehr. Ah, sehr lustig. Also einfach mit der Maus ein bisschen drüber robbeln, also eine virtuelle Rubbelkarte. Ich habe eine Feuer
Google bekommen. Wahrscheinlich für dunkle Standorte, die dann ausgeleuchtet werden können. Okay, da ist jetzt dann schon gleich die nächste Jahreszahl, in der ich irgendetwas zu erledigen habe. Erinnerst du dich an dein erstes Bild, dies damit verbunden, was im Jahr 1826 geschehen ist. Okay, also irgendwie ist wohl die Kamera verschwunden gegangen und das soll ich jetzt dann korrigieren, soweit die Geschichte. Ich hätte jetzt aber ganz gerne mal noch irgendwie Einstellungen, damit ich mal den Sound irgendwie abschalten kann, aber irgendwie werde ich hier noch nicht gelassen. Beim Erforschen des Standes brauchst du die Buchstaben aus der Liste zu finden. Okay, also hier gibt es dann noch einen Hinweis darauf, was ich da eigentlich mache, ob ich Zahlen, Buchstaben oder Gegenstände finden soll. Ah, das sind die Artefakte. Da habe ich auch dann schon die Premium-Währung. 10 habe ich davon. Die Wasserpfeife. Okay, das sind alles Artefakte. Aber ich kann hier, das X funktioniert noch nicht, das heißt, ich komme nicht aus dem Menü raus. Also gut, dann auf in die nächste Karte und Buchstaben suchen. Du bist am Standort Teehaus. Deine Aufgabe, die Buchstaben aus der Liste zu finden. C, H und Q. Okay, ich habe eine Stunde Zeit, das ist ziemlich lang. Hier habe ich diesen Blitz. Ach nee, der Blitz war dann der Hinweis einfach nur. So, die Frage ist natürlich, was die anderen hier alle noch anstellen. Und hier habe ich jetzt zumindest schon mal das H gefunden, dann das Q ist bestimmt das da oben. Und jetzt noch etwas, was aussieht wie ein C. Ja, das ist dann der Hinweis, aber ja, auf der T-Kasse ist das C vorhanden und damit Bonus für Genauigkeit, aha. 1, 2, 3 Sterne. Das ist natürlich noch die Frage, wovon die 3 Sterne abhängen. Muss ich mal beim nächsten nachschauen, ob das vorher dasteht, wie viele Punkte ich bekommen muss dafür. Ergebnis, Gegenstände 3. Das heißt, ich bekomme jetzt 3 Gegenstände. 2. Gut, damit bin ich jetzt ein Level aufgestiegen und hier oben ist meine Energieanzeige. Dankeschön. 5 Diamanten hat es dafür gegeben. Und was ist das jetzt? Erst will ich über deine Träume erfahren, welche Erfindung im Jahr 2019 passierte. Passierte ist gut. Die hat ja noch gar nicht stattgefunden. Also gut. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal noch hier irgendwelche Einstellungen anpassen, aber irgendwie werde ich da nicht gelassen. Das heißt, ich darf noch nicht frei spielen. Also mein Ziel ist 1000 Punkte, ich brauche 10 Energie, wahrscheinlich ist das dann das 3-Sterne-Ziel. Sprenge 5, Glück. Okay, hier steht jetzt gar nicht, was ich machen muss, wahrscheinlich muss ich 1, 2, 3, 4, 5 kombinieren. Naja, mal schauen. Ah, sammle die Gruppe aus 3 und mehr Kugeln mit gleichen Ziffern. Um zu gewinnen, bekomme 1000 Punkte oder räume das Spielfeld. Gut, also die Einsen kann ich alle auf einmal wegmachen. Aha. Das heißt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das funktioniert hat. Willst du eine Reihe von Kugeln ändern? Nein, will ich nicht. Aber ich dachte, würde sich irgendwie rotieren lassen. Also wenn ich jetzt die 5 hinschicke, dann heißt das, werden jetzt die ganzen Kugeln dann auf 5 umgemünzt. Ne, werden sie nicht. Okay, also wenn ich an die Ziffern eine gleichlautende Ziffer dranhänge, dann werden die alle eine Nummer größer. Und bei 5 ist Schluss. Okay, also 5 ist das Maximum von den Ziffern her. Und ich soll 1000 Punkte erreichen. So, jetzt sind die auch auf 3, 4, 5, 942. Deine Punkte mal 2. Okay, dadurch, dass die Punkte verdoppelt wurden, habe ich auf jeden Fall das Ziel erreicht. Gut, das dann zu den ersten Minispielen, die dann halt für etwas Auflockerung sorgen, wo man dann nicht einfach immer nur irgendetwas suchen muss. Aha, also mein Tagesbonus. Du hast keine Züge mehr, aber du versuchst deinen Rekord zu brechen. Okay.
spielst du das Game innerhalb von 5 Tagen, bekommst eine der Scherben von Buntglasfenster seliger Agelichio. Okay, hier ist irgendwie Goldmünzen, die aufsteigen. Spielupdates. Okay, das ist dann irgendwie mit Freunden zusammen. Das heißt hier Tag 5, Tag 10, Tag 15, Tag 20. Also wenn man es einen Monat hintereinander spielt, dann kann man hier wahrscheinlich eben das komplette Fresko da freischalten, was auch immer das dann für eine Bedeutung hat. Und, und hier gibt es dann bis Tag 20 also auch noch einige Boni oder unterschiedliche Gegenstände. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was die jeweils zu bedeuten haben. Der erste erfolgreiche Versuch der Aufnahme mittels Computer des Traums. Aha. Sehr nette Übersetzung. So, jetzt kann ich hier endlich die Einstellungen machen. So, Musik bitte aus. Und gut, die Lautstärke, das Klicken und so weiter lasse ich jetzt mal noch drin. Rückverbindung. Okay. So, also hier ist dann die Uhr, bis sich das wieder auflädt. Das ist jetzt die Zahl, die ich als nächstes machen kann. Mehr habe ich nicht zur Auswahl. Also den Hafen habe ich ja schon einmal gemacht. Jetzt brauche ich 15 Energie und beim Forschungsstand brauchst du die Zeichen aus der Liste zu finden. Also hier gibt es dann diesmal Symbole statt Zahlen. Und wenn ich die Artefakte gesammelt habe, existiert in 2 Welten und diesen Stand in der Parallelwelt, musst du 4 Artefakte sammeln. Okay, das heißt, die Feder und diese Flasche brauche ich dann noch. Mal gucken, die müssten ja eigentlich hier ganz normal angezeigt werden. Aber es sind jetzt inzwischen schon eine ganze Menge Items, die ich hier bekommen kann. Für den Wächter ist bisher noch 0. Gut, also den Hafen habe ich jetzt schon einmal gemacht. Das Teehaus habe ich auch einmal gemacht. Was dann hier jetzt auch die ganzen Items widerspiegelt und davon habe ich jetzt noch keine bekommen. Um dann eben die zweite Seite freizuschalten. So, mit Level 5 bekomme ich dann hier das nächste. Ah. Moment. Das heißt, das sind sozusagen noch die Minispiele. Das Minigame wird auf Level 11 zugänglich. 2048 ist, glaube ich, dieses Zweier-Kombinationsspiel. Ich hoffe mal, dass ich dann diese Spiele spielen kann. Ne, da brauche ich auch Energie. Also reicht nicht, die ohne Energie zu spielen. Die brauchen auch 10. Da muss ich auch immer irgendwas zusammen kombinieren. Und hier gibt es dann auch noch bestimmte Items. Da muss ich dann gucken, wann ich die brauche und wann es sinnvoll ist, tatsächlich die Minispiele zu spielen. Okay, Match 10 gibt es ab Level 18. Das kann ich mit Ingame-Währung auch freischalten. Hier war es, glaube ich, auch Ingame-Währung. Genau, 1500. Gut, dann noch gibt es einen Shop mit allen möglichen Klimbim. Wie blätter ich hier durch? Okay, ist alles zum Scrollen. Gut, das ist auch noch interessant. So, der Rucksack sind die Items, die ich wahrscheinlich schon gesammelt habe. Genau, also Feuerkugeln zum Suchen. Dann 5 versteckte Gegenstände, die Zeit am Startbord bleibt stehen, leuchtet die Gegenstände bei Heranführen an. Okay, das ist dann wahrscheinlich so ein Blitzen. Findet und explodiert bis 5 versteckte Gegenstände. Und erweitert den Sichtbereich, wahrscheinlich für Nachtmodi. So, damit kann ich 30 Punkte wiederherstellen. Ah, das sind Amulette, diese Steine. Das heißt, das sind dann irgendwelche Boni, die dann ja, aktiviert werden können. Wiederherstellung von Generation. Das heißt, das sind wahrscheinlich solche Zusatz-Items, die dann, bevor irgendwas eingelöst werden kann. Und dann natürlich die direkten Artefakte, um letztlich dort die zweite Seite freizuschalten. Die kann ich auch zubereiten. Was heißt das denn? Dann wäre natürlich die Frage, wie jetzt hier diese Punkte zustande kommen. Mal draufklicken. Zubereiten, Zutaten. Aha, das heißt, da kann ich das auch sammeln. Ist notwendig, um suchen. Blaue Kamille ist endlich geblüht. Nimm die Münze, bevor sie verfällt. Aha, was war das denn jetzt? Das heißt, ich kann hier jede Stunde bringt die goldene Kamille als Geschenk 250. Ah, so.
Bald wechseln der Blume des Lebens 5 Einheiten der Energie. Aha, das heißt, die beiden Blumen haben dann auch noch eine kleine Bedeutung. Gut, das war jetzt soweit der Rucksack. Also in der Küche kann ich dann noch solche Gegenstände ebenfalls herstellen. Und die Zutaten sind hier zu sehen. Aber jetzt weiß ich nicht, wo das mit dem Suchen hinführen sollte. Also wenn ich sage Suchen. Ah, okay, doch, der hatte mich deswegen dann zu dem geführt und hier nicht so weit. Stopp, stopp, stopp. Also hier sind die Gegenstände. Da ist es ziemlich wichtig, ganz schön viele Gegenstände einzusammeln, weil bei der großen Auswahl. Okay, aber was wollte ich jetzt noch? Ich wollte erstmal hier diese... Was erlaubte dem Herzog im Jahr 1066 zu einem König von England gekrönt zu sein? Ein kleines Schiffchen? So, so. Na dann, mal gucken, inwieweit... Gut, das führt mich auch eh wieder zum Hafen. Also, auf geht's. Mal gucken, ob ich das richtige Schiff dann erwische oder wie zufällig dann die ganzen Ergebnisse sind. Also eine Sonne. Und jetzt musst du Symbole aus der Liste finden. Viel Glück. Ja, danke. So, jetzt habe ich noch eine Note und ein Ventilator. Mal schauen. Ja, das ist eine Note. Das ist ersichtlich. So, und jetzt noch das Ventilatorrad. Mal schauen, wie gut das dargestellt wird. Interessant, dass die Zeit gar nicht läuft. Er will mich auf jeden Fall unbedingt dazu bringen, den Hinweis zu benutzen. Also es war auf jeden Fall jetzt nicht senkrecht angeordnet, sondern vertikal. Ah, da oben auf dem Haifisch. Rüstleistung. Haifischbonus. Bonus für Genauigkeit. Jawohl. Du hast alle 4 Artefakte gesammelt. Jetzt ist der parallele Standort zugänglich. Oh, sehr schön. Ein Unterwasserstandort. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, dann her mit dem Krimskrams. Ah, hier unten sind auch, das sind tatsächlich schon alle, die ich schon gefunden habe. Also es sind 4 Gegenstände. Wobei hier steht nur 3. Aber auf jeden Fall das Stückchen habe ich bekommen. Ende der Epoche von Wikingern. Wilhelm der Eroberer, König von England. Okay. Und gleich wieder der neue Standort ist zugänglich, Bibliothek. Ein Level aufgestiegen. Wieso? Der sollte erst ab Level 5 zugänglich sein. Was ist das? Fortschritt der Wiederherstellung von Geschichte. Dieses Gerät aus der Parallelwelt hilft Ihnen, den Prozess der Wiederherstellung von historischen Ereignissen im Auge zu behalten. Hier landen alle Geschichtszahlen, die Sie bereits wiederhergestellt haben und auch diejenigen, an denen Sie noch arbeiten werden. Mit diesem Gerät finden Sie sich immer zurecht. Danke. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil das klingt zumindest nach einem netten Plot, dass man zumindest hier nach und nach ein bisschen was lernen kann. Ich hoffe, das sind nicht alles nur Fantasiesachen, sondern dass tatsächlich Zusammenhänge existieren. Dann ist sozusagen wieder mit kleinen Details, die man sich dann versuchen kann zu merken oder halt einfach nette Anekdoten erzählen kann. Okay, aber wenn ich die jetzt noch nicht suchen möchte, sondern einfach mal ein bisschen hier scrollen möchte, aber... Anscheinend ist immer noch die Führung aktiv. Na, jetzt habe ich sie doch gerade. Das ist natürlich blöd, wenn das Ding, das wird sich ja kaum oben drüber auf. Ah doch, jetzt sind es 60 Punkte. Also ich kann zumindest die überschüssige Energie speichern, sie geht nicht verloren. Das ist auf jeden Fall gut. Nach 3 Monaten der Befahrung im Atlantischen Ozean entdeckte Kolumbus das Amerika. Lass nur 2 Varianten für 500 Münzen zu. Also 1492 habe ich ja vorhin gerade gehabt. Und dafür kann ich dann auch wieder Erfahrung und XP einsammeln. Sehr interessant. Das heißt, zumindest wird das Wissen, was man im Spiel einsammelt, anscheinend hier mit Fragen belohnt. Oder beziehungsweise, wenn man die Fragen richtig beantwortet, wird man belohnt. Okay, jetzt mal noch gucken, was ist das hier jetzt? Ah, das sind die Sammlungen, die man dann abgeben kann.
Das heißt, die kann man wahrscheinlich dann noch an andere verschenken oder man kann es genau auf die Liste setzen, dass man es gerne haben möchte. Also so eine typische Facebook-Freunde-Geschichte, die man dann hin und her packt. Okay, und die Freunde-Funktion ist aber noch nicht drin. Und hier sind noch Leistung und Belohnungen. Da kann ich schon die erste Belohnung abholen. Fortschritt ist, das Primitive zu entwickeln und das Entwickelte zu vereinfachen. Lothar Wassermann. Okay, Stufe 1 erreicht. Oh, gibt es noch ein paar mehr? Okay, sind noch keine weiteren erreicht. Das heißt, er ist automatisch an die Stelle gesprungen, wo es halt jetzt schon was abzuholen gab. Gut, aber da werde ich jetzt nicht im Detail durchschauen und einfach mal weiterspielen. Gut, das ist soweit. Also die Bibliothek ist im Gegensatz zu der Meldung eben noch nicht verfügbar, weil die eben erst auf Level 5 kommt. 50% mehr Chance, eine Sammlung Gegenstand. Ah, da kann ich dann die verschiedenen Sachen aktivieren, wenn ich die Runen habe. 25% mehr Gold für Erforschung des Standortes. Na gut. Das dauert noch ein bisschen, dann mache ich mit dem nächsten weiter. Jetzt sind wieder Buchstaben dran. Parallele Welt. Willst du den Standort zum Erforschen tauschen? Kostet 10, was auch immer das sind. 10 Sand, 10 Goldmünzen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich davon habe und wie ich die bekomme. Also mache ich erstmal in der. Jetzt bin ich ja doch schon in der parallelen Welt. Okay, also Buchstaben. G. So, V, M, S und W sind noch zu finden. Da das ist ein V. Ah, man kann ja, Sonderitems finden. Interessant. Das heißt, es war jetzt, glaube ich, gerade eine Energieaufladung. Was ist das? Gesammelte. Ah, okay, einfach nur die Hinweise. Okay, damit kann ich einfach die Größe hin und her schalten. Und da ist das B. So, jetzt fehlt nur noch ein M und ein S. Da ist ein S aufgezeichnet. Also, und ich gehe nochmal die Punkte mit. Und jetzt geht es nur noch darum, das M zu finden. Nervt mich gar nicht mehr, dass ich die Hints benutzen soll. Ah, okay, jetzt habe ich das M entdeckt. Hier an der Leiter, das bringt ja etwas. Auf jeden Fall, Genauigkeit lohnt sich. Gut, jetzt sind es auf jeden Fall 5 Gegenstände. Und hier habe ich jetzt auch, du kannst den Standort zum Erforschen wählen. Aber jetzt habe ich nur drei. Also nur 2 Punkte, Sterne bekommen. Ausgezeichnet. Erste Verkehrsrevolution. Amerikanischer Erfinder Robert Fulton baute das erste Dampfschiff. Was hat das denn mit dem Dampfschiff zu tun? Hey. Ha. Auch das Ding hat etwas sozusagen fallen gelassen. Also es gibt hier anscheinend einige kleinere Dinge, die man anklicken kann. Und hier gibt es jetzt neben den nächsten Stufen wieder andere Symbole. Ein Rätsel vom Springpub. Bekommen Sie 3 Sterne in der Spielstufe, um weiter zu geraten. Okay. Was auch immer ich da tun soll. Sprung und ziehen. Ach, das war dieses komische Vieh, was ich gerade angeklickt habe. Räume das Spielfeld. Na dann, Dreckbox. Okay, also die. Verstehe immer noch nicht, was ich machen soll, aber egal. Wahrscheinlich muss ich die 7 dann da rüberziehen, um ja, einfach Dreierkombinationen zu machen. Legen Sie das Spiel ab. Für einen Spielzug, für zwei und für drei. Also, Spielzug. Okay, das Spiel wurde mit einem Spielzug erreicht. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Und zwar sehr einfach. Gut. Naja, ich bin sicher, dass es später noch komplizierter wird. Mal sehen, wann der dann wieder auftaucht und ich da die nächste Runde spielen kann.
Der Mobildienstanbieter zeigt 5G-Netze. Okay, 2, 4, wieder irgendein Rechenkombinationsspiel. Ah, das ist jetzt dieses leicht. Kann ich es noch ändern? Also 200 Punkte ist mein Ziel. Und dann mal los. Verschiebe die Ziffern auf dem Feld und bilde die Gruppen aus drei und mehr gleichen Zahlen. So, dann habe ich die, dann sind es vier. Vereinigte Gruppen verschwinden, gelassen eine verdoppelte Zahl. Ja, okay. Was auch immer das bringt. Um zu gewinnen, bekomme 200 Punkte oder räume das Spielfeld von grauen Zellen. Okay. Jetzt drücke auf die angegebene Stelle. So, ausgezeichnet. 2 wurde 4, drücke auf 4. Damit wird daraus 8. Und ja, ich will aber ja gar nicht da drauf drücken. Achso, dann wenn auf dem Feld eine Combo gemacht wird, dann ist das auch erledigt. Ja gut, das war einfach. Hoffentlich kriege ich das Spiel bald sozusagen zum freien Spielen. Danke. Okay, ich bekomme immer einen. Okay, dieser Pfeil, der hier immer auftaucht, ist letztlich nicht, weil ich dieses Monster angeklickt habe, sondern einfach, weil hier wahrscheinlich die Uhr abgelaufen ist. Gut, hier ist dann wieder eins von den Nebenspielen. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich noch über? 28. Dann gehe ich mal lieber. Hast du auf Wikipedia benutzt? Erfahre, was im Jahr 77 passiert ist. 75. Na dann. Also Zahlen sammeln. Und los geht's. Komisch, dass das hier noch gar nicht. Ja, aber bisher habe ich hier immer noch 0%, was ich ein bisschen schade finde. Also zumindest passiert dort nichts. Okay, also die 1, 71, 8, 81 und die 3. Also 81 ist da oben. So, das ist ein V, das wird keine. Wäre natürlich interessant, wenn sie da noch römische Ziffern reinmischen. Okay. Das könnte eine 8 sein. Ja. Ah, hier gibt es noch irgendwelche Multiplikatoren. Finde den Gegenstand für 3 Sekunden, um Combo zu bekommen. Das erhöht deine Punkte. Aha, also wenn ich innerhalb von 3 Sekunden die nächsten anklicken würde, dann ist es vielleicht sinnvoll, erstmal zu suchen, wo ich die anderen finde, um dann die Combo zu machen. Also da steht auf jeden Fall die 71. So, dann fehlt noch die 1 und die 3. Na, die 1 könnte so ein Strich sein, aber ist natürlich schwierig, weil da ist auch einer. Da ich bisher noch nicht genau weiß, wie die jeweils alle hier drin versteckt werden und wie offensichtlich oder nicht offensichtlich die sind, ist es auch schwer einzuschätzen, wo die eventuell stehen und liegen könnten. Okay, also die 3 habe ich nicht gesehen. So, jetzt fehlt nur noch die 1. Dann werde ich mir jetzt nochmal Hilfe holen. Ah, okay. Jetzt kriege ich wahrscheinlich keinen Genauigkeitsbonus. Naja, ich kriege zumindest weniger Genauigkeitsbonus. Und nur 2 Sterne. Na gut. Ah, dann hieß das, so, Energie ist wieder hergestellt worden. Danke. Älteste Enzyklopädie Naturgeschichte von Plinius, der im Ältesten in 37 Bänden ist beendet. Truhe des Anfängers. Okay, das sind jetzt die ersten Aufforderungen, das wird der Geld ausgegeben. Okay, das wird dann jetzt da unten angezeigt. Da ist ein weiteres Minispiel nebenan. Sogar von Schwächlingen ist das Schicksal der Welt abhängig. Errate, was der Großäugige auswählt. Zufällig springen zwischen den Welten. Was? Also mit der deutschen Beschreibung ist es etwas anstrengend. Reale Welt, eine andere Welt. Na, nehmen wir eine andere Welt. Boom. Ach hey, ich soll überlegen, wo er
wo er sozusagen runterkommt. Unentschieden. Na super. Okay, also das ist... das heißt, ich soll wetten und Geld ausgeben, um zu entscheiden, wo er letztlich dann hingeht. Okay, das sieht diesmal ja ganz gut aus. Aber die Frage ist, wie oft soll ich das jetzt wiederholen? Ich will aber gar keine Diamanten ausgeben. Aber auf jeden Fall kann man so auch die Premium-Währung letztlich erhöhen. Die Frage ist nur... Ah, okay, ich habe insgesamt dreimal die Chance, letztlich hier was zu gewinnen. Die Frage ist nur, wovon das eigentlich abhängt. Dann nehme ich jetzt nochmal die reale Welt. Und kann letztlich nochmal immer diese Einsätze verdoppeln. Okay. Bis bald. Wo war denn jetzt eigentlich dieser... Ah ja, genau, hier das Werkzeug. Gut, jetzt kann ich auch selber durchscrollen. Das heißt, die Uhr habe ich schon gemacht, das Schiff auch. Neues Schiff. Dann habe ich auch schon gemacht. Die stehen jetzt schon zur Auswahl. Mobilfunkanbieter und 2019 mit den Träumen. Aber das heißt, dazwischen fehlen wahrscheinlich noch die Punkte. Also wenn die abgeschlossen sind, die beiden stehen aktuell zur Auswahl. Das dort auch. Aber hier stehen nur zwei Jahre vor. Na dann, auf geht's. Wahrscheinlich brauche ich für die eine Jahreszahl noch eine andere Gegend, die noch nicht freigeschaltet ist. Da kann ich gleich nochmal nachgucken, ob das hier der Fall ist. Also 19 und 15 sind verfügbar. Und 2016 ist nicht verfügbar. Das heißt, das hat mit diesem anderen Ding zu tun. Das ist wieder dieses Sprengen. Na, das will ich nochmal ausprobieren. Mal gucken, wie das eigentlich genau funktioniert. Um zu gewinnen, bekommen 750 Punkte oder räumen das Spielfeld. Habe ich eine begrenzte Anzahl von Zügen. Sammle die Gruppe aus 3 und mehr Kugel gelb mit gleichen Ziffern. Der Scharfschuss erhöht die Ziffer in Kugeln für eine Einheit. Okay. Ja, die werden dann zu 3. Die Kugeln mit Ziffer 5 werden explodiert. Okay. Beim Aufräumen des Feldes verdoppeln sich die Punkte. Ja. Also das heißt, wenn es eine Dreiergruppe ist, dann erhöht sich die Zahl. Bei 5 gehen sie in die Luft. Das heißt, hier kann ich jetzt auf 2 ändern, hier kann ich auf 4 ändern und dort kann ich dann schon auf 5 ändern. So, dann hier die 1, dort die 3 auf 4, 2 auf 3. Ah, Moment. Das heißt, das da nimmt immer weiter ab. Das heißt, ich habe eben nur die begrenzte Anzahl an Zügen. So, 4. So, die 5 würde jetzt gleich explodieren. So, da habe ich dann die 2, die 3, die 4. So, die 5 explodiert. Okay, aber so stark nimmt das nicht ab. Also es ist jetzt irgendwie schwer einzuschätzen, wie viele Züge ich tatsächlich habe. Aber jetzt ist die nächste weggegangen. So, 3. So, dann könnte ich dort noch... Das wird jetzt alles zu 5. Dann kann ich jetzt nur hoffen, dass ich hier möglichst bald noch die 5 ergibt. Da ist er auch schon... So, das Ziel ist erreicht. Jetzt müsste ich nur noch das Spielfeld abräumen, was nicht so ohne weiteres hier möglich werden dürfte. Hm.
Plus, damit ich die Reihenfolge ändere, müsste ich schon so viel ausgeben. Ach, das ist nur, dass die dann nachrutschen. Ja, dann ist die Frage, wo... Ah, okay. Das heißt, dann kommt die nächste Reihe nach. Das wäre aber überhaupt kein Problem. Weil ich kann ja dann immer noch weiterspielen. Gut zu wissen. Das heißt, die Punkte sind auf jeden Fall ausreichend erfüllt. Das heißt, ich gewinne auf jeden Fall soweit. Aber ich kann dann noch eine ganze Weile weiterspielen. In der Hoffnung, dann hier natürlich noch... ja, einige Punkte zu erzielen. Aber schon interessant, weil natürlich sich kaum Teile auflösen, solange ich die hier jetzt nicht explodieren lasse. So, dann kann ich dort da die ganze Fünferreihe wegnehmen. So, 3. Noch mehr 3. Und 4. So, die 5er weg. Auf jeden Fall scheint es sich zu beschleunigen, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Dass die natürlich schneller wechseln. Auf jeden Fall eine nette Variante von diesem Minispiel. So, das jetzt alles auf 2 und die ganze 2 auf 3. Und jetzt kann ich die alle zu 4 machen. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt deutlich schneller, dass da die Linien nachkommen. Plupp, kommt schon die nächste Linie. Ui, inzwischen verliere ich bei jedem Schuss eine von den Kästen. So, also ein bisschen Luft schaffen. So, die 4 nützen mir jetzt da überhaupt nichts. Dafür kann ich da aber die 2 zumindest umstellen. Okay, dann lieber die 3 auf der rechten Seite erstmal. Aber mit der anderen 3 kann ich dort ja, genauso umstellen. Okay, jetzt kommt die 4 auf die 5. Ja, so über Bande wäre es jetzt natürlich interessant, das hier rüber zu wechseln. Ja, jetzt ist die 4 natürlich ein Tick zu früh. So, dann da die 4. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die 1 da dazwischen bekomme. Ja, das hat geklappt. Das Ganze zu 3. Das auch zu 3. Und das zu 2. So, die Sachen, die ich jetzt eher weniger brauche. So, jetzt kann ich die ganze Reihe auch zu 3 machen. Aber es ist tatsächlich deutlich schwieriger, wirklich hier ein Spielfeld abzuräumen. Ja, da reinzukommen dürfte ziemlich schwierig sein. Okay, die sind ziemlich steil. Aber es reicht so nicht aus. So, jetzt ist die ganze Dreierreihe geschlossen. Das heißt, mit einer 3 könnte ich die jetzt alle noch auf 4 bringen und jetzt auf 5. Ja, hoffen wir mal, dass ich jetzt noch eine 5 bekomme, bevor mir das ganze Ding um die Ohren fliegt. Oh, das sieht schlecht aus. Ah, es ist nur eine Reihe nach unten gegangen. Okay, da kommt die ersehnte 5. Nochmal die 5. So, mit der 4 kann ich jetzt noch nichts erreichen. So, alles auf 2. Und dann dort. Nochmal die 3. Die 4 schon auf die 5. Ja, es wäre erstmal besser gewesen, wenn ich die 3 dort auf, also erstmal die 2 umstellen könnte, aber das geht so jetzt nicht mehr. So, jetzt kommt die 4 schon zur 5. Das ist ganz ordentlich. Hm, aber okay, die 5 ist noch nicht unterbrochen. Jetzt ist die 5 unterbrochen worden. So ein Mist. Also es gibt tatsächlich immer wieder Verschiebungen hierbei. Okay, dann habe ich jetzt noch eine zweite 5. Okay, jetzt mache ich mal den Austausch. Da kann ich nämlich zuerst die 4 hier umstellen und kann sie dann mit der 5 abschießen. So, die 3 auf 4. Hui, das ist ja jetzt mal ein Block.
Ja, die muss ich jetzt nur noch wegbekommen. Sehr schön. So, da oben habe ich jetzt Zweierblöcke. Wir müssen erstmal hier den Zweierblock verbinden. Und hier natürlich auch die Einser zusammenbringen. So, jetzt kann ich die 2 schon zu 3 machen, was natürlich noch ein Tick zu früh ist. So, 1 und 1. So, dann ist hier der ganze Dreierblock schon zur 4. Dort ebenfalls. So, die Einsen sind uninteressant an der Stelle. Dann kann ich den zur 4 machen. Also die 4er zu den 5er schon mal umwandeln. Da mache ich die erste Hälfte schon weg. So, 4 auch zur 5. Ja, prima. Feld abgeräumt, Punkte verdoppelt. Nette Spielvariante. 13.000 Punkte. Ist wahrscheinlich für höhere Level nachher noch ziemlich ziemlich wenig, weil es ist ja noch Schwierigkeitsstufe leicht. Aber ich kann es hier anscheinend noch nicht umstellen. Okay. Fragezeichen. Es wurde das erste Foto der Welt gemacht. Kann ich da jetzt nachgucken? Das erste Foto der Welt, welches war das? Das 1826? Ja, 1826. Aber ändert sich jetzt die Frage? Nee, ändert sich nicht. 1826. Aha, das heißt, ich kann sicherheitshalber nochmal nachschauen und kann dann erst die Frage beantworten. Gut, es dauert noch ein bisschen bis zur nächsten Stufe. Dann machen wir jetzt mal wieder eine Szene und suchen die Schiffe. So, das bedeutet also, es kostet nicht 12, sondern es ist letztlich das, was aktuell aktiv ist. Und ich bin jetzt im Moment schon in der Twisted World, also in der umgedrehten. Und die sah ja ganz lustig aus und ich soll jetzt wieder Zahlen suchen. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, also hier ist schon mal die 25, die in kurzer Zeit hintereinander zu sammeln. Okay, das sieht eigentlich eher aus wie eine 3, aber da ist keine 8 dabei. Mal schauen. Dass ich einfach mehrere Zahlen hintereinander. Okay, hier ist die 81. Hier ist die 83. Nee, ich habe keine Schwierigkeiten. Also 81, 83, 25. Dann fehlen noch die kleinen. Die 7 und die 6 fehlen. Die 7 ist dort. Und dann wäre die Frage, was jetzt noch, wo jetzt noch die 6 stecken könnte. Weil das wäre dann die letzte Ziffer und dann könnte ich alle nacheinander einsammeln. Ah, da oben ist die 6. Also 6, 7, 25, 83, 81. Aha. Das heißt, bis zum 5er Multiplikator habe ich das geschafft. Sollte also noch schneller klicken, weil der geht ziemlich schnell runter. Und ja, das gibt auf jeden Fall erheblich Bonuspunkte. Und damit kriege ich dann auch meine 3 Sterne-Ratings. Jetzt ist auch endlich der Wächter hier angesprungen. Und ich habe hier dann endlich mal eine Anzeige, dass ich jetzt bis 50% gesammelt habe. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, was kann ich... Achso, das war ja das zum Freischalten. Das heißt, dass hier die zweite Seite freigeschaltet wurde. Gut. Die Beendigung der ersten Kreuzfahrt rund um die Welt unter Leitung von Magellan, 1522. James Cameron hat für seinen Film über den Linienschiff Titanic, das an einem Eisberg gescheitert ist, den Oscar erhalten. Gescheitert ist, ist eine gute Aussage. Du hast das Amulett Weisheit von Solomon gefunden. XP für Erforschung der Standorte erhöht sich um 15%. Wirkzeit 90 Minuten. Ah, da ist der Springen-Dings wieder. Ist das jetzt schon aktiv? Ah, okay, das wird sofort aktiviert. Das heißt, das kann ich gar nicht auswählen, dass das aktiviert wird, sondern in dem Fall ist es sofort da. Also hier habe ich wieder den Rechts-Links-Purzler. Dann irgendein Werkzeug. Naja, dann mal los. Das ist was Neues. Du hast eine Sammlung von Schiffen eingerichtet. Gib die Sammlung auf, um die Evolution von Schiffen wiederherzustellen.
Ja, dann zeig doch mal. Also, ich habe jetzt alle Schiffe zusammen. Die beiden, das sind hier diese Zutatenelemente. Und dann, ja, Moment, es lohnt sich die jetzt schon zu tauschen. 39 zu 60, weil es lohnt sich ja erst, die zu tauschen, wenn ich dann möglichst einen neuen XP-Sprung, also einen Level-Sprung bekomme. Gut, dann ist das hier Sprung und Zieh. Ah ja, genau. Dann halten wir doch den Springpub nochmal. Okay, Level 2 diesmal. Na dann zeig mal, was los ist. Also für einen Spielzug bekomme ich dann 3 Sterne. Das heißt einfach die beiden vertauschen. Gut. Sehr schön. Ja. Flack, flack. Ah, ich habe eine neue Karte bekommen. Jetzt wird sogar eine Münze angezeigt. Also 200 Goldmünzen. Nee, ich will es nicht nochmal versuchen. Einmal reicht doch. So, also dann. Es erfolgt eine erste Meisterschaft nach Zweikampf unter Verwendung von virtuellen Technologien. Das ist wieder dieses Nummern-Kombinierspiel, wo dieses graue Feld weg muss. Um zu gewinnen, bekommt man 200 Punkte oder räumt das Spielfeld von grauen Zellen. So, 2. Ah, okay, es tauchen auch neue Ziffern auf. So, damit habe ich die 16. Jetzt wäre natürlich die Frage, nach welchen Regeln hier neue Ziffern auftauchen. Also immer wenn ich eine Kombination habe, tauchen keine neuen auf, sondern wahrscheinlich immer nur, wenn ich, also wenn ich keine Combo schaffe, dann taucht eine weitere, also dann tauchen neue Ziffern auf. So, hier dann die 4. Das heißt, das ist jetzt schon letztlich ein ziemlich freies Spiel. Dann tauchen jetzt neue auf. Dann kann ich hier die 2-Kombo machen und kann ich hier auch eine 2er-Kombo machen. So, hier jetzt noch die. Ach so, da komme ich mit der 8 nicht durch. Das ist natürlich schade. Jetzt komme ich mit der 4 da auch nicht mehr hin. Aber mit der 2 komme ich zumindest hier hin. Es gibt auf jeden Fall keine Beschränkung für die Anzahl der Züge. Aber ich kann zumindest einen Zug zurückmachen. Ich vermute aber mal, dass der auch wieder Geld kostet. Genau. Und Mischen kostet sogar 750. So, jetzt ist, aber ich komme mit der 4 nicht an die Stelle da unten ran. Aber ich kann die 8 jetzt hier kombinieren. Das ist natürlich auch ausreichend. So, dann kann ich die 16 kombinieren und kann da die 4 nach unten holen. Und dann ist das Spielfeld aufgeräumt. Ja. Sterne. Also irgendwie muss doch das hier umzuschalten sein. Na gut. Okay, da habe ich schon wieder was zum Rubbeln. Diesmal habe ich 100 Münzen bekommen. Nein, kein weiterer Dings. So, das nächste Jahr. Erfahre, für was im Jahr 1800 der Präsident John Adams eine Summe in Höhe von 5000 US-Dollar ausgegeben hat. Für einen Haufen Steine wird es, oder? Hier kann ich, also der wechselt anscheinend von sich aus. Die Frage ist, was es mir bringt, in die andere Ebene zu wechseln. Aufladen? Wie aufladen? Jetzt habe ich bloß noch 11 Punkte. Und hierfür brauche ich 15. Ja. Gut, wie viel XP habe ich jetzt aktuell? 800. Also mal schauen, ob das hier. Das braucht auch 15. Auf jeden Fall ist es immer standardmäßig auf 2.
und 500 eingestellt. Fangen wir mal mit links an. Das war knapp. So, dann nehmen wir es mal statistisch auf die andere Seite. Ja, springen rüber. Das sieht gut aus. Bam, 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 bam. Naja, auf jeden Fall ist es eine nette Variante, das zu schaffen. Dann mal gucken, ob er jetzt sozusagen zufällig in Anführungszeichen wieder in die, also Geld habe ich ja genug, da kann ich ruhig ein bisschen was ausgeben, ob er jetzt hier wieder in die Mitte fällt. So nach dem Motto, er fällt immer mal rechts, mal links und dann in die Mitte. Oder ob es doch wirklich mehr Zufall ist. Nee, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich auch hier reiner Zufall ist, dass er einmal rechts, einmal links und dann einmal in die Mitte fällt. Aber mal schauen. Das heißt, einmal sollte man dann eher nicht wetten. Beziehungsweise kann man sich dann ausmalen, wo er das erste Mal hingefallen ist und dann die anderen zwei Mal entsprechend alternativ setzen. Aber das wäre noch ein bisschen auszubaldobern. Ist das Spiel freigeschaltet? Ne, ist noch nicht freigeschaltet. Gut, aber jetzt kann ich auf jeden Fall die Sammlung abgeben und damit kann ich dann ins nächste Level springen. Einmal tauschen bitte. Du hast einen glücklicher Tag für dich. Du hast gesammelt Seegiganten. Danke. Gemacht. Ja, neuer Kaminraum ist zugänglich. Danke. Ohne der Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Du hast die Evolution von Schiffen wiederhergestellt und damit einen Teil der Welt gerettet. Sehr schön. Plus 50 auf Energie auf immer. Sehr schön. Aber dein Danke, ich möchte jetzt kein Geld ausgeben. Also das mit den Freischaltungen scheint hier nicht besonders clever oder nicht korrekt zugeordnet zu sein, weil natürlich ist jetzt erst die Bibliothek. Ah, die muss dann trotzdem noch Geld ausgeben, um sie zu entsperren. Und hier zumindest Diamanten ausgeben muss, wenn ich sie vorher entsperren möchte. Okay, was haben wir hier? Bibliothek suchen. Dort ist die wichtigste Quelle der Informationen gesammelt. Aber die 1000... muss ich auf jeden Fall ausgeben. Und das hier ist der XP-Bonus. Und dann, ja, mal schauen. Die nächste, hier sollen wieder Symbole gefunden werden. Also die Wellenlinie habe ich schon mal. Das Schleifenteil. Die Krone, wahrscheinlich diese hier. Ist das ein Symbol? Nee, das ist kein Symbol. Eine Raute, das sollte auf jeden Fall das. Nein, ich habe keine Probleme. Ich finde das alles schon. Gut, hier ist der Mond oder die Mondsichel. So, also das habe ich gefunden, das habe ich gefunden, das habe ich gefunden. Die Krone wahrscheinlich auch. Das Kreuz. Jetzt fehlt noch der Blitz und das Herz, um die dann letztlich einzusammeln. So, da ist der Blitz. Jetzt fehlt mir nur noch das Herz und dann zu versuchen, alles zügig hintereinander einzusammeln. So, 1, 2, 3, 7 Symbol. Ne, 8. Das heißt, 1 wird mir hier noch gar nicht angezeigt. Das heißt, es kommt dann erst danach noch. Naja, hoffentlich finde ich das dann auch möglichst schnell, um das dann zuzuordnen. So, jetzt fehlt mir aber immer noch das Herz. Ich glaube, das hier ist das Herz. Mal ausprobieren, weil das sieht zumindest nicht so normal aus für die Pflanze. Also, fangen wir mal an. Blitz, Herz, Krone, Wellenlinie, Symbol, T, Raute. Ah, da ist noch das Symbol, was ich vorhin schon gesehen hatte. So, sechsfache. Natürlich die Frage, wann dieser Multiplikator tatsächlich gewirkt hat.
Kondition, du hast den neuen Artefakt erhalten. Sammel alle vier und dann kann ich den Parallelstandort. Naja, wie gesagt, an dem Deutsch konnten sie ruhig noch ein bisschen schrauben. 8 Gegenstände. Boah. Das ist schon ordentlich. Niemand gebe deine Bücher, sonst bekommst du sie nicht zurück. In meiner Bibliothek sind nur die Bücher geblieben, die ich bei anderen genommen habe. Antanole Francais. Ja, keine Bücher verleihen. Wer bist du denn, du Katze? Schenk mir eine blaue Farbe und ich bleibe mit dir für eine Stunde. Ich befreie dich von allen Anomalien. Also kaufen werde ich jetzt garantiert nicht. Hab keine blaue Farbe. So. Was hier nicht alles auftaucht. Die Ende der Epoche von Wikingern. Wilhelm der Eroberer von König England. Also war das 1066? Lass mal gucken. 1066? Ja, Ende der Wikinger. 1066. Sieg. Geschafft. So, was ist das? Etwas Neues? Eine Geheimgesellschaft. Möchtest du der Geheimgesellschaft beitreten und den Menschen und Tieren rund um die Welt helfen? Aber immer doch. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Ehrenmitglied der Geheimgesellschaft. Aha, das ist alles? Und was kann ich als geheime Gesellschaft machen? Jetzt habe ich auf den Fritz nicht draufgeklickt und jetzt ist der gleich schon wieder verschwunden. Hör auf zu schnurren, ist ja gut. Das heißt, in 8 Minuten verschwindet sie wieder. Deposit. Spiele Twisted World und werde reicher. Mach deine ersten Einlagen in der Bank und erhalte eine Belohnung. Okay. VIP-Karten. Kristalle. Gold. Okay, das kostet alles echt Geld. VIP-Karten. Kosten auch echt Geld. Zeit im Spiel. Werde reicher, während du spielst. Deposit Starter. Summe 10. Ertrag 1. Zeit im Spiel 15 Minuten. Zeit im Spiel 10 Minuten. Also je länger ich, oder beziehungsweise während ich drin bin. So, jetzt mal gucken, wie viele Diamanten habe ich jetzt. Also 10 dürfte ich auf jeden Fall einlegen können. Und sie lassen sich... Die Frist des Deposits ist noch nicht abgelaufen. Falls du das Geld früh abholst, bekommst keine Dividende. Aha. Gut, dann legen wir das auch noch ein. Kann ja eh immer nur eins einlegen, dann kann ich den 5000er auch einlegen. Und die Zeit läuft wahrscheinlich eben nur, wenn ich im Spiel bin. Danke. Das heißt, wenn man nach und nach genug Diamanten gesammelt hat, kann man da zumindest auch immer noch ein paar hinzulegen. Ach, jetzt habe ich mich erwischt. Ah, jetzt gibt es doch nur XP. Okay. Klatsch hier nicht so rum. So, also, was hat der Meteor? Tipp, ein echter Forscher ist nur an den Gegenstand seiner Wünsche gezielt. Was? Ein echter Forscher ist nur an den Gegenstand seiner Wünsche gezielt. So, so. Interessiert, würde ich sagen, wäre die bessere Übersetzung. Nutze den Tipp Feuerkugel und keine unbesiegbare Hindernisse in die Zukunft. Keine Angst wegen Benutzung von Tipps in den Standorten. Ah, also das ist eine Nebenaufgabe, eine Meta-Aufgabe. Und was sagst du? Der Hafen ist nachts sehr gefährlich, aber du bist mutiger. Forsche den Standort Hafen mit der Anomalie Nacht. Na dann. Anomalie Nacht. Du sollst den Standort mit Anomalie... Na gut. Und dann kann ich dazu auch gleich noch die... Okay, also das kann ich bewegen. Es geht nach unten. Also 64, 5 soll ich finden. 64. Da. Habe eh eine Stunde Zeit, von daher ist das kein Problem. Kugelblitz, der mächtigste Milchtisch. Ja. Im Moment brauche ich ihn nicht zu benutzen, aber ich soll den da einmal benutzen. Ja, da ist die 6.
Also zwei Ziffern habe ich schon mal, also 64 und 6. Das heißt, jetzt fehlt noch 18, 14 und 58, um dann möglichst hohen Boni abzugreifen. Okay, da ist die 58. Das heißt, sie sind auch eher an ähnlichen Stellen wieder versteckt. Ja, die 6 habe ich schon gesehen. Also 58, 64, 6. So, jetzt fehlt noch die 14 und die 18. Ah ja, da ist die 18. Ist ja interessant, dass in der Dunkeldarstellung die sozusagen alle nacheinander irgendwie ausgeleuchtet werden. Dann fehlt mir jetzt nur noch die 14, die ich hoffentlich selber finde, bevor sie irgendwo ausleuchtet. Auf jeden Fall vermute ich mal, hat es auch mit diesem Regenbogen hier zu tun, dass ich überhaupt diese Dinge ausgeleuchtet bekomme. Dass er sozusagen irgendwie aktiv ist und mich in der Form unterstützt. Aber mir fehlt trotzdem immer noch die 14. Ah, da ist die 14. Okay, das heißt, ich habe jetzt alle Ziffern soweit gefunden. Muss sie jetzt nur noch aktivieren. Also 64, 6, 14, 18 und 58. Oh. Schade, hat nicht ganz geklappt. Einmal daneben geklickt. Naja. Oh, nur zwei Sterne. Ja, da muss man schon einen ziemlich höheren Multiplikator aktivieren, um anscheinend halt. Wahrscheinlich hat das mit dem Multiplikator auch damit zu tun, wie viele Gegenstände man bekommt. Das heißt hier, nee, das war schon aktiviert. Genau, also Nacht ist abgeschlossen. Es wurde eine Bibliothek des Kongresses von USA gegründet, die größte Bibliothek der Menschheit wurde. Ah ja, und das war um 1800. So, aber das mit dem Sternchen habe ich doch jetzt auch eingesetzt. Ein Weg in 1000 Meilen beginnt von einem kleinen Schritt. Sammle 10 Sternen, wenn du den Standort erforscht. Okay, die Sterne habe ich ja dann schon ganz normal. Das andere hat sich irgendwie nicht aktiviert. Schnorrkatze. Wo komme ich denn überhaupt jetzt in die Deposits rein? Ist es hier im Shop? Nee. Hier sind die Deposit-Sachen auch nicht. Ja, jetzt habe ich das Zeug eingelegt und weiß nicht, wie ich wieder rankomme. Ah, hier kann ich weitere Karten, weitere Sachen abholen. Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. So. Abholen. Gibt es noch mehr zum Abholen? Nö. Naja, genau, das ist dieser große Bonus. Aber hier kann ich noch Geld einsammeln. Und jetzt hat der sich schon wieder aktiviert. Naja, dann würde ich nochmal sagen, lasse ich jetzt erstmal den da weg und mal sehen, ob es tatsächlich wieder rechts, links, Mitte wird. Also nehmen wir mal eine andere Welt. Das sieht eher nach Mitte aus. Nee, andere Welt geworden. Okay. So, dann müsste jetzt noch links und Mitte übrig bleiben. Mal gucken, wenn jetzt Mitte wird. Das sieht eher danach aus, als ob es wirklich eine Art Zufall gibt. Okay. Ja, dann verwende ich hier aber lieber keine Kristalle und habe eigentlich gar keinen großen Bedarf an dem Typen. Weil so ein Zufallsmechanismus ist mir irgendwie nicht so spannend. Ich möchte lieber selber aktiv was machen können.
um meine Vorteile zu bekommen. So, die Naturkatastrophe im Jahr 79 ausgedruckt in den Arbeiten von renommierten Persönlichkeiten der Kunst. Na dann lass doch mal suchen. Okay, Ziffern. Und zwar im klassischen. So, 5 Ziffern. 15, 24, 5, 7 und 6. So, 24 ist schon mal dort. Da ist die 5. Welche Ziffer soll das denn sein, wenn das da die 5 ist? Vielleicht ist das die 15. Auch wenn ich die 1 da nicht sehen kann. Ne, die 15 ist da drüben. Ja, verflixt. Da oben ist auf jeden Fall die 7. Also 15, 24, 7. Da ist jetzt hier gar kein Regenbogen da. Also die 5 soll das sein. Dann fehlt mir zumindest noch die... Na Moment, das ist die 6. Das ist eine römische 6 und das ist die 5. Dann haben wir sie auf jeden Fall alle zusammen. Also 24, 15, 6, 5 und 7. Multiplikator 5. Das sollte hoffentlich jetzt wieder für 3 Sterne genügen. So, auf jeden Fall ist es jetzt auch Zeit genug, das für das erste Mal jetzt zu beenden. Scheint, dass du alle Zutaten des Nüssegerichts gesammelt hast. Lass uns versuchen, es zu bereiten. Also auf jeden Fall erzeugt es schon eine ziemliche Spirale mit irgendwelchen Sachen, die man dann herstellen kann und machen kann und jenes machen kann. So, Zutaten für Nüsse sind jetzt gesammelt. Zu bereiten. Du hast dein erstes Gericht fertig. Ich kann es im Energietab nutzen. Okay. Gut, aber jetzt brauche ich da noch keine Energie und jetzt ist bloß noch die Frage, was es eigentlich mit diesen Punkten auf sich hat. Gut, ja, das habe ich jetzt schon. Okay, jetzt soll ich das auch gleich verwenden natürlich. Und hier ist die Geheimgesellschaft. Ah, hier geht es dann auch weiter. Bienen in Südamerika sind in großer Gefahr. Unterstütze das Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Fortschritt. Anhänger, Geselle, Meister. Hilfe 1500. Okay. Aber was muss ich jetzt hierfür machen? Dein Deposit ist bereit, du kannst es in der Bank abholen. Naja, dann komme ich zumindest mal wieder in die Bank. Abholen. So, kann ich es gleich wieder einlegen. Das ist auf jeden Fall interessant in der Form, dass man hier dann parallel sich noch die Sachen bekommen kann. Aber jetzt würde mich mal noch interessieren, von wo aus ich die Bank aufrufen kann. Ah, da kann ich jetzt schon Experte spielen. Und hier kann ich auch Experte spielen. Ah, okay, jetzt sind die anderen Sachen freigeschaltet. Experte und Meister. Und hier war... Ah ja. Das zu den ganzen Spielen. Du solltest doch jetzt eigentlich. Genau, du solltest doch jetzt verschwinden. Tschüss. So, Sternchen. Genau, die 2, die ich schon bekommen habe. Okay, also der kleine Fratz gibt mir auf jeden Fall auch irgendwelche Boni-Elemente. Aber ich wollte jetzt eigentlich hier. Ah, das Plus da oben ist die Bank. Gut zu wissen. So, ich habe jetzt 24, das heißt, hierfür reicht es noch nicht. Soweit jetzt erstmal genug für das erste Spiel aus der Reihe angeschaut und ausprobiert. Und
Es entfaltet auf jeden Fall schon eine gewisse Suchtwirkung und es wird sicher noch einiges ausprobieren, bis ich alle Elemente kennengelernt habe, von wegen noch den beiden Minispielen und auch die anderen Szenen. Mal sehen, wie weit es hier jetzt eigentlich noch so runtergeht. Okay, bis Romantik, Level 45, also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, weit bis zum nächsten Mal und tschüss!